warum es eine Loser-Strategie ist, und zwar sowohl für den Programmierer als auch für das Unternehmen, wenn sich Programmierer mit ihrem Programmierstil unabdingbar machen. Ja? Nichts kommentieren, kacke Variablennamen, alles gegen guten Stil, das erfahrt ihr in diesem Video. Also beim Video über Kommentare, das ja eigentlich fast heißen solle Why Not What, wo es darum geht, richtig zu kommentieren und dass man eigentlich das Warum hervorkehren sollte, hat dieses Kommentar verursacht. Und einmal danke dazu und danke auch für das Lob. Und nicht zuletzt möchte ich aber ein großes Thema hier herausstreichen. Und zwar, bei uns kannte im Grunde nur einer den Code. Der hat sich damit unverzichtbar gemacht. Das ist eine absolut schlechte Strategie. Und wir sehen uns jetzt 6 Gründe an, warum. 3 aus Sicht des Mitarbeiters, 3 aus Sicht des Unternehmens. Um den Ganzen einen Kontext zu geben, also warum ich derartiges Meinungsäußerung mache, warum ich das mutmaße zu behaupten, ja, kurz einen Exkurs zu meiner beruflichen Erfahrung. Ich habe Softwareentwicklungsteams geleitet und aufgebaut mit so 20, 25 Mitarbeitern. Teilweise in Individualentwicklungen, teilweise in Standardsoftware, die über 20 Jahren läuft und auch konsequent weiterentwickelt wird, in denen es mehrere Technologieänderungen und Paradigmenwechseln gegeben hat. Also es geht mir hier nicht darum, irgendwie um anzugeben oder sonstiges, es geht darum, um einen Kontext zu schaffen. Ja, wie komme ich dazu, diese Aussagen zu treffen? Oder warum glaube ich, oder in welchem Kontext habe ich diese Erfahrungen gemacht? Also sehen wir uns mal den Mitarbeiter an. Punkt 1. Kein Urlaub, kein Krankenstand. Niemand kennt den Code und niemand versteht den Code. Dadurch wirst du unter Garantie auch dann von der Firma angerufen, wenn etwas am Code nicht stimmt, darin ein Fehler ist oder dieser geändert werden muss oder soll, unabhängig davon, ob du gerade im Urlaub bist oder im Krankenstand. Das ist nicht böswillig, weder von der Firma noch von deinen Kollegen. Die können nichts dafür, bist ja selber schuld. Punkt 2. Du bist festgefahren in diese Position. Du bist unabdingbar und zwar für genau diese Position in genau diesem Produkt. Du bist viel zu wichtig, als dass du von dort abgezogen werden kannst. Egal, ob dir diese Position auf Dauer gefällt oder nicht. Du bist in das Produkt einbetoniert. Du hast dich dort einbetoniert, einzementiert. Es gibt keine Chance für dich zu entkommen, denn niemand kennt den Code, niemand kann den Code verstehen. Das heißt, du bist immer bei diesem Produkt sein und bleiben. Du wirst dich nicht weiterentwickeln können, alle anderen neuen Technologien, neuen Produkte, neuen Projekte werden deine Kollegen machen, denn dich braucht man dort. Du hast auch keine Chance, dich in andere Positionen hinzuentwickeln, denn dich braucht man dort. Also, du hast dich super dort rein positioniert und wirst dort nicht wieder wegkommen. Eine Konsequenz aus dem letzten Punkt ist aber auch, ist das Projekt tot, bist du tot. Das heißt im Endeffekt, du hast dich mit aller Kraft mit dem Produkt oder Projekt verschmolzen. Somit kommt es auch unweigerlich dazu, dass du ganz plötzlich abkömmlich bist, sollte das Projekt irgendwann einmal beendet werden. Du kannst dir selbst ausrechnen, ob dein Projekt, in das du dich verbissen hast, 10, 15, 20 Jahre Laufzeit aufweist. Und dann? Durch das Verschmelzen mit dem Projekt hast du dich nicht weiterentwickelt. Du hast dich nicht in weitere Bereiche der Firma engagiert oder eingearbeitet. Du hast eigentlich nicht wirklich etwas dazugelernt. Du hast nichts Neues gelernt. Du bist jetzt wirklich, wenn das Projekt tot ist, plötzlich relativ, ja, wie soll man sagen, überflüssig. Die Skills werden möglicherweise nicht mehr gebraucht. Du hast dich ja auch nicht bemüht, dass du deine Skills mit anderen teilst oder diese weiterentwickelst. Also Projekt tot und du tot. Ja, die Liste ließe sich fortsetzen, aber ich glaube, die 3 Punkte sind schon drastisch genug. Sehen wir uns auch die Unternehmensseite an oder die Seite der Führungskraft. Denn hier handelt es sich um schwere Managementfehler. Richtig schwere. Egal, ob du jetzt Projektleiter, Entwicklungsleiter bist, wenn du es zulässt, dass sich ein Programmierer, also dass es nur einen Programmierer gibt, den Source Code kennt und versteht und sich hier auch nichts ändern lässt mehr, ja, dann hast du echt Scheiße gebaut. Das ist nichts, was sich nicht ändern lässt. Aber erstmal, wo sind die Probleme? Punkt 1. Unabdingbar ist nicht
möglich. Ja, es gibt immer einen möglichen Ersatz. Und jetzt kommt das Geheimnis, je früher dieser Ersatz gemacht wird, umso billiger ist es. Egal wie teuer es scheint, egal wie wichtig es scheint, es ist immer billiger, das Problem zu beheben, als es weiter fortbestehen zu lassen und es noch schlimmer lassen zu werden. Das Problem wird ja immer größer. Je mehr Code produziert wird, umso mehr besteht die Abhängigkeit, umso mehr muss man korrigieren, beheben, wenn diese Person aus irgendwelchen Gründen mal ausfällt. Vielleicht müssen Sie den Code entfernen, vielleicht müssen sich Mitarbeiter ein paar Wochen oder Monate mit Teilen des Codes beschäftigen. Egal was es ist immer noch billiger, als den Mitarbeiter weiter gewähren zu lassen und die Codebasis immer größer werden zu lassen. Falscher Fokus. Offenbar hat der Mitarbeiter einen total falschen Fokus. Die Kreativität, die man braucht, um kreativ neue Lösungen zu erarbeiten, neue Technologien einzuarbeiten, etc., etc., Die Kreativität hat das falsche Ventil. Nämlich, wie kreativ kann ich mich einweben? Das heißt aber auch, dass die Person nicht wirklich produktiv ist oder produktiv sein kann. Zumindest weit unter den eigenen Möglichkeiten ist. Egal wie effizient die Person auch zu sein scheint. Also, als Führungskraft muss man schon die Mitarbeiter insofern lenken, dass man die Kreativität und die Energie in die richtigen Bahnen läuft. Das ist hier offensichtlich nicht passiert. So, und jetzt wohl das Wichtigste. Das oberste Ziel der verantwortlichen Führungskraft muss es sein, den Betrieb auch beim Ausfall von Mitarbeitern kostengünstig fortsetzen zu können. Demnach muss das Wissen über den Code auf mindestens 2 Köpfe aufgeteilt sein. Alleine jedes Verständnis von Qualitätssicherung, auf welche Art und Weise auch immer, setzt voraus, dass den Code jemand anderer gesehen hat. Wenn das jemand gesehen hat, dann kann es nicht sein, gäbe es ein Qualitätsverständnis im Team, dann kann es nicht sein, dass Mitarbeiter so kacke Code schreiben, dass diese unabdingbar sind, weil ihn keiner versteht. Das würde nicht gehen. Es würde in einem Code-Review oder Ähnlichem auffallen. Wenn es das nicht tut, dann gibt es die Code-Reviews nicht. So einfach ist das. Und diese würden nämlich derartiges im Keim ersticken. Und wenn als Führungskraft man das weiß, dass so etwas passiert im Team und man lässt es trotzdem zu, dann sind eigentlich sogar 2 Mitarbeiter obsolet. Auch hier ließe sich die Liste natürlich entsprechend fortsetzen. Sowohl aus Unternehmenssicht als auch aus Mitarbeitersicht kann man hier noch argumentieren, Punkte sammeln etc. etc. Aber ich glaube, alleine diese Punkte, die hier da waren, sind Grund genug, es auf keinen Fall aus beiden Sichten zuzulassen, das nicht zu tun. Ja, es ist einfach nur eine schlechte Idee, es ist eine richtige Loser-Strategie. So. Es ist viel besser, sich unabdingbar für ein Unternehmen zu machen, indem man es aktiv mitgestaltet, sich in viele Bereiche einbringt und sein Bestes gibt, und es ist nebenbei auch erfüllender. Eine Garantie gibt es ohnehin nicht, denn eine wahre Führungskraft würde den Mitarbeiter so nicht gewähren lassen. Wenn er nicht hören will, würde er gehen. Das ist hart, aber es wäre das einzig Richtige. So, wer eine andere Meinung hat, gerne. Her damit, schreibt es in die Kommentare, das ist wie gesagt nur meine Meinung. Ich freue mich auf eine entsprechend angeregte Diskussion. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.